Ich betrachte gerade online einen Power BI-Bericht und möchte dort meine Daten in Excel weiter analysieren. Ich möchte dort mit Pivot-Tabellen arbeiten und klicke auf Exportieren in Excel analysieren und kann eigentlich ganz normal mit den Daten, mit den Summen, mit den ganzen dimensionalen Informationen weiterarbeiten. Doch, was ist, wenn das nicht klappt? Das hat einen Grund und darauf gehen wir mal in diesem Video genauer ein. Eigentlich steht es, worauf es ankommt, schon in meiner Titelfolie, nämlich keine Measures, keine Kekse. Ich habe hier in einem Bericht mit Measures gearbeitet. Das heißt, ich habe hier mit Summen gebildet, die ich per Formeln erstellt habe. Und diese Daten hier in diesem Bericht, die kann ich in Excel weiter auswerten. Ich habe hier zum Beispiel eine Jahressumme von 4,366 Millionen für den Bereich Software. Die Daten sind gerade hier ein bisschen klein, egal. Ich klicke mal auf Exportieren. Ich habe vielleicht was in Excel vor, in Excel analysieren. Dann wird mir eine Excel-Datei heruntergeladen, die noch eine Verbindung zum Power BI-Bericht hat. Also die kann ich analysieren, die Daten, kann sie aber auch aktualisieren. Das heißt, wenn ich diese Datei jetzt öffne, fragt er gleich zweierlei, nämlich A, dass die Bearbeitung aktiviert werden darf, ja, und dass die Inhalte aktiviert werden dürfen, also dass diese Verbindung zu dem Power BI-Bericht funktioniert. So, die Daten können jetzt gleich bearbeitet werden in einer Pivot-Tabelle. Ich klicke oben auf Bearbeitung aktivieren, muss ein bisschen warten. Dann fragt er jetzt gleich noch Inhalte aktivieren wegen der externen Datenverbindung. Da sehe ich aber auch auf der rechten Seite schon mein Modell. Ja, und um auf die Daten zugreifen zu können, klicke ich mal auf Inhalte aktivieren. Dann werden mir die Tabellen hier auf der rechten Seite in meinem Modell angezeigt. Kann das Ganze hier aufspannen und sehe mehrere Bereiche und einige davon haben ein Symbol für dimensionale Daten oder für Tabellen, auf die ich zugreifen kann, auf Tabellen. Und dort sehe ich zum Beispiel meine Teams, meine Mitarbeiter, wie ich sie gerade schon gesehen habe. Ich ziehe mal die Mitarbeiter in die Zeilen, bekomme dann meine Mitarbeiter auf der linken Seite alle gelistet. Ich habe die Jahresinformationen aus dem Kalender. Ich habe hier auch einen Kalender drin gehabt. Die Jahresinformation hatte ich in den Spalten, gerade in meiner kleinen Tabelle. Hatte die Leistung. Ich suche das Feld mal. Dafür ist dieses Suchfeld natürlich super, wenn ich weiß, wie die Infos heißen. Habe die Leistung mal in den Filter gepackt. Möchte dort also nur sehen die Daten aus dem Bereich Service oder Software hatte ich drüben. Und ja, jetzt ist die Frage, welches Datenfeld nehme ich? Welche Informationen werte ich bei den Werten aus? Und dort brauchen wir unbedingt Measures. Ja, keine Measures, keine Kekse. Also hier, dort habe ich Measures gebildet und ich nehme mal die Summe der Werte. Ich glaube, das war das, was ich drüben auch gezogen hatte. Und bekomme jetzt hier eine Summe von 4,366 Millionen insgesamt angezeigt. Kann jetzt hier ganz normal mit eigenen Berechnungen vorgehen und könnte auch bei Pivot-Tabelle oben auf die OLAP-Tools klicken und das Ganze in einzelne Formeln konvertieren. Ja, diese Möglichkeit steht mir hier auch zur Verfügung und der bricht mir jetzt die Pivot-Struktur auf, dauert ein Momentchen und ich habe jetzt hier Daten, wo ich wirklich dazwischen gehen könnte mit Spalten. Ich kann hier Dinge neu organisieren. Ich habe hier einzelne Cube-Funktionen drin. Und das ist natürlich auch ganz großes Kino, wenn man sich da mit den Cube-Funktionen näher beschäftigt, weil ich jetzt nicht mehr diese starre Pivot-Struktur habe, dieses Gerüst. Aber mir fehlen auch viele Vorteile von Pivot jetzt. Aber warum bekam ich die Daten jetzt hier? Das Video lautet ja ganz anders, nämlich, dass ich da keine Daten habe. Das hat einen Grund. So, ich schließe mal diese Excel-Datei. Lösche mal den Bericht. So, und jetzt gucken wir uns mal ein ganz anderes Szenario an, nämlich zwei Tabellen, die ich geladen habe, die ich miteinander verbunden habe anhand des Datums. Diese beiden Tabellen, einmal wirklich eine winzige Liste, hat ein Datumsfeld mit 5 Werten und A, B als Department vielleicht und eine Kalendertabelle und habe die beiden im Datenmodell miteinander verknüpft. Und da sehe ich ja auch schon das Summenzeichen hier bei Value. Das sind die Werte gewesen, die aber aus der Tabelle kamen. So, und jetzt mache ich ein ganz einfaches Visual fertig. Wie wäre es denn mit einer Tabelle? Und ich sehe ja hier ganz normal das Datum, die Abteilung, die Summen.
Moment, die Tabelle soll hier rein. Ich markiere erstmal links die Tabelle, klicke dann auf Department oder ziehe das Feld hier einfach mal in die Werte. Sehe jetzt hier die Abteilungen. Das ist Pivot der zweiten Generation. Moment, die Felder sollten hier erscheinen. So, und das Datum wollte ich ja auch noch haben. Ich ziehe es mal dazwischen. Ich könnte es auch anhaken, aber so kann ich die Reihenfolge besser bestimmen. So, der Bericht wird aufgebaut. Die Schrift ist gerade ein bisschen klein. Kann ich ja vergrößern. Ich habe jetzt hier die Februar 2022 Edition von Power BI. Habe ich mir gestern ganz frisch heruntergeladen. Na, geh mal auf die Werte, möchte die einfach ein bisschen größer haben. Die Datumsinfos lasse ich mal so stehen. Na, ich mache sie mir mal in einer etwas größeren Schrift. Sagen wir mal Schriftgröße 20. Und auch meine, ich bestätige das mal mit Eingabetaste, auch meine Überschriften ein wenig größer. Die Spaltenüberschriften auch hier mal die 20. So. Und das mache ich, lade ich mal als Bericht hoch. Das ist schon ja, so gearbeitet, wie ich eigentlich nicht arbeiten sollte. Diese Measures zu bilden, in dem Datenmodell zusätzliche berechnete Felder bereitzustellen, die auf die Daten der Tabelle zugreifen, ist wesentlicher, ist fundamentaler Baustein von Power BI und das wird häufig nicht gemacht. Viele sind ganz glücklich damit, dass man diese Werte hier einfach reinschieben kann. Und das ist ein ja, ziemliches No-Go. Also passiert aber in der Praxis. Ich sehe es ja in der Beratung. So, und jetzt speichere ich mir den Bericht einmal, veröffentliche den. Und viele fragen sich jetzt, wundern sich, wieso, sieht doch alles ganz gut aus, ich komme doch damit gut klar. Und man verbaut sich damit die Zukunft für spätere Auswertungen, für dynamische Filter, für alles, was mit Calculate-Funktionen und so weiter zu tun hat. Da kommt man überhaupt nicht drauf. Man bedient Power BI so, wie man Excel bedienen würde und das ist so, als würde man ja seinen Geländewagen mit 17 Gängen so fahren wie ein Dreirad. Das wollen wir nicht. Klicken wir mal auf Auswählen. Ich habe jetzt meine Daten in den Bereich geladen, in meinen Arbeitsbereich in Power BI, überschreibe den alten Bericht, den ich dort hatte und wundere mich jetzt gleich. Moment, das lädt er jetzt hoch. Wundere mich jetzt. Wechseln wir zum Power BI. Dort gehe ich in meinen Arbeitsbereich auf der linken Seite. So, hole mir hier kurz mein Demo als Bericht rein und klicke dann dort anschließend ebenfalls auf Exportieren in Excel analysieren. Exportieren oben, wo ich auch PowerPoint und PDF mir ziehen könnte, in Excel analysieren. Der Bericht wird heruntergeladen, sind ja nur wenige Daten hinter der Kalender zum einen, aber zum anderen natürlich auch die kleine Liste mit diesen Verkaufsdaten. So, hier Bearbeitung aktivieren wieder und Inhalte aktivieren. Ist ja diesmal nicht so viel an Daten hier hinter. Dort sehe ich die Daten, ziehe mir aus meinem Kalender vielleicht wieder das Datum rein, was ich auch hatte, pack's mal in die Zeilen. Gut, jetzt sehe ich jedes Datum, was ich da gezogen hatte, aber ich habe ja nicht zu allen Werten Infos gehabt. Nimm mal hier die Abteilung, sehe jetzt die Daten hier immer AB, AB, AB und Value. Das Feld mit dem Wert, was ich gerade hatte, schiebe ich mal in die Werte und Sie verschieben ein Feld, das nicht in diesem Bereich des Berichts platziert werden kann. Ja gut, da steht nicht null, sondern es geht gar nicht. Ich könnte das Feld jetzt hier reinschieben, aber ich habe hier nichts zum Zählen, nichts zum Auswerten, weil ich kein berechnetes Measure vorliegen habe. So, das heißt, ich ziehe das Feld nochmal zurück, lasse das mal hier so stehen, wie es ist, gehe nochmal in die Desktop-Variante. Klick mit rechter Maustaste auf meine Faktentabelle auf der rechten Seite und erzeugt dort ein neues Measure. Gäbe es auch oben Schalter für, ne, gibt es viele Wege, aber da weiß ich, das Feld kommt dann unbedingt da rein. Ist egal, kann man auch verschieben nachher. Und dort bilde ich jetzt
ein berechnetes Feld auf Basis dieser Spalte namens Value und kann dem auch einen formschönen Namen geben. Ja, das heißt, das Measure, was ich jetzt hier baue, ne, das steht schon hier mit so einem Taschenrechner-Symbol. Darauf kommt es an. Diese Felder sind dringend notwendig. Das nenne ich mal Umsatz, das Feld. Ich bin oben in der Bearbeitungszeile. Und das Ganze soll einfach nur die Summe der Daten darstellen, die Summe der Daten, die sich hier befinden in meiner Tabelle Faktendaten Vorschlag. Hole ich mir natürlich hier Klammer zu. Und das war es auch schon. Ich kann das Feld jetzt noch formatieren, wie es nachher aussehen soll. Und das Feld werte ich aus. Obwohl ich das eine rausgeschoben habe, ist wichtig, dass ich dieses Measure hier habe. So, und oben steht Währung. Mit wie vielen Nachkommastellen? Sagen wir mal mit 2. Es wird formatiert, vielleicht in Euro, mit nachgestelltem Euro-Symbol. Und ich schmeiß hier Value raus, entferne den Haken und nehme stattdessen Umsatz. So, habe Umsatz ausgewählt, damit mir das nicht nochmal passiert. Klicke ich einfach nochmal auf die Modellsicht, schnapp mir Value. Na, ich sehe jetzt hier das zusätzliche Feld. Da ist es. Nimm mir Value und klicke aufs Auge, dass mir dieses Feld bloß nicht nochmal für die versehentliche Nutzung hier, das dient nur zur Measure-Berechnung, dass mir nicht angezeigt wird. Ist jetzt so ein Augesymbol drauf. Und das ist eigentlich einer der Hauptgründe, weshalb mir Daten nachher in Excel nicht vorgestellt werden zur Auswertung. Ich muss natürlich diesen Bericht jetzt einmal aktualisiert hochladen, einmal speichern, hochladen. Das machen wir mal, einmal auf Speichern geklickt und dann veröffentlichen. Der aktualisierte Bericht, den nutze ich dann als Basis hier, um mein Pivot zu aktualisieren. Und so wie ich die Sum-Funktion genutzt habe, gibt es natürlich auch Durchschnitt, Average, gibt es Divide-Funktion für irgendwelche Prozentwerte, gibt es die Calculate-Funktion und das sind alles Funktionen, die fallen einem nicht so in den Schoß, da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Das machen wir dann in im Zuge von Seminaren oder ich muss Webrecherchen machen, muss mir mal so einen Grundkurs komplett angucken. Na, damit ich überhaupt weiß, auf was ich mich hier, auf welche Reise ich mich mit Power BI begebe. So, die Daten sind hochgeladen. Ich gehe mal direkt zum Excel. Gucken wir mal, ich aktualisiere. Schauen wir mal, da sehe ich das Feld noch nicht. Ich klicke mit rechts in meine Pivot-Tabelle, klicke auf Aktualisieren. Die Daten sind ja nun neu. Und tata, ich war zwischendurch nicht online. In der Power BI-Sicht schieb hier die Werte rein und da sind doch meine Daten. Ich mache mal die Entwurfsansicht hier, die Tabellenlayout-Ansicht und bekomme, ich mache mal die Teilergebnisse weg, bekomme die Sicht, die ich auch gerade hatte, bekomme die Daten auch vernünftig so formatiert, wie ich es mit den Measures gemacht habe. Also nicht wundern, wenn mir hier beim Ausleiten zu Excel über den Klick in Excel analysieren, wenn mir hier keine Symbole mit dem Summenzeichen, also die eigentlich bei Power BI das nicht schöne sind, wenn mir die hier nicht angeboten werden, dann muss ich Measures bilden, das Modell nochmal aktualisieren und mit den aktualisierten Daten kann ich dann hier auch in Excel vernünftig arbeiten. Ja, vielen Dank erstmal fürs Interesse. Freue mich natürlich wie immer riesig auf Feedback, auf eure Erfahrungen, die ihr da gesammelt habt. Und sag mal, Power BI ist eine tolle Reise. Bei mir dauert die jetzt wirklich schon mit Power Pivot seit 2011, Power BI seit 2015. Und ich sehe immer noch kein Ziel, wo ich sage, wenn ich jetzt noch 3 Monate am Stück lerne, dann kann ich alles. Das kann man nicht. Ist ein Lernprozess. Und da gibt es tolle Videokanäle, vor allen Dingen im Englischen hier, oder tolle Webseiten meiner Kollegen Matt Ellington, Chris Webb und Ken Puls. Und ja, schaut es euch einfach mal im Netz an. Bis später, bleibt gesund. Ja, bis zum nächsten Video.